Biblische Urgeschichte, so heißt unser Thema. Wir gehen Kapitel für Kapitel durch das erste Buch der Bibel bis zum Turmbau von Babel, Kapitel 11. Also wir beginnen mit 1. Mose 1 und ich lese ein paar Verse vor. 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es ward Abend, und es ward Morgen, erster Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, und sie scheide die Wasser von den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied die Wasser, welche unterhalb der Ausdehnung, von den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind. Und es war also. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es ward Abend und es ward Morgen, zweiter Tag. Gott sprach, es sammeln sich die Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort, und es werde sichtbar das Trockene. Und es war also. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringe, Fruchtbäume, die Frucht tragen nach ihrer Art, in welcher ihr Same sei auf der Erde. Und es war also. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art, und Bäume, die Frucht tragen, in welcher ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war, und es ward Abend, und es ward Morgen, dritter Tag. Mal bis hierher. Wir haben also in 1. Mose 1 die Schöpfungswoche vor uns. 1. Mose 1, Vers 1 nochmals. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Dieser Vers umschreibt gewissermaßen die Erschaffung des Weltalls. In Jeremia 10, Vers 16 lesen wir, dass Gott das All erschaffen hat. Himmel und Erde. Interessant ist das Wort für schaffen auf Hebräisch, bara. Denn dieses Wort wird nur gebraucht im Bibelhebräisch für Gott. Im Deutschen brauchen wir schaffen auch für Künstler. Wir brauchen schaffen auch für Gott. Aber in der Bibel bara nur für Gott. Zweitens, bara bezeichnet immer die Erschaffung von etwas Neuartigem. Es kommt in 1. Mose 1 an drei Stellen vor. Nämlich zuerst im ersten Vers hier, wo wir gewissermaßen als etwas Neues haben, dass überhaupt Materie erschaffen wird. Die Erschaffung der Erde wird Materie erschaffen. Dann zum zweiten Mal finden wir das in den Versen 1, Kapitel 1, Vers 20 bis 21. Da geht es um die Erschaffung von Lebewesen im Wasser. Und die werden im Hebräischen genannt, diese lebendigen Wesen in Vers 20. Da haben wir das Wort Nefesh Chaya, lebendige Seelen, wörtlich. Nefesh Chaya, lebendige Seele, oder kollektiv lebendige Seelen. Da wird also beseeltes Leben erschaffen. Das ist wieder in der Qualität etwas ganz Neues. Und da kommt auch das Wort wieder vor, nämlich in Vers 21, und Gott schuf die großen Seeungeheuer. Das ist also Bara, Vers 21.
Dann zum dritten Mal in Verbindung mit der Erschaffung des Menschen. Kapitel 1, Vers 27. Dort gleich feierlich dreimal verwendet. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Und der Mensch ist ja eine Einheit von Körper, Seele und Geist. Materie, Beseeltes, aber auch der Geist kommt dazu. Und hier wird wieder dieses Wort Bara verwendet. Dann ist weiter zu bemerken, der erste Vers, der so gewissermaßen die Erschaffung des Alls umschreibt, der Erde und des Weltalls, besteht auf Hebräisch aus 7 Wörtern und 4x7 Buchstaben. Keine Angst, ich halte nichts von Bibelcode. Aber nichtsdestotrotz, es gibt in der Bibel eine Zahlensymbolik. Und die Zahl 7 spielt gerade im ersten Buch Mose eine große Rolle. Also hat das schon seine Bedeutung. Und nur so andeutungsweise, zum Beispiel dieser Abschnitt in 1. Mose, wo es geht um das Buch des Geschlechts von Adam, wenn man das auszählt, kommt man auf 930 Wörter. Und das, was also in 1. Mose in Verbindung mit Adam steht, und 930 Jahre alt ist Adam geworden. Das ist ganz interessant, nicht wahr? Also solche Zusammenhänge bestehen, aber das hat mit Bibelcode gar nichts zu tun. Ich habe hier den ersten Satz gleich ausgedruckt. Bereshit, bara, Elohim, et, hashamayim, ve'et, haaretz. Das ist der erste Satz der Bibel. Es bezeichnet die vollkommene Schöpfung, die Schöpfung aus dem Nichts. Römer 4, Vers 17 spricht von diesem Gott, der das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Also wir haben hier Creatio ex nihilo, lateinisch Erschaffung aus dem Nichts. Und Hebräer 11, Vers 3 erklärt uns, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die erscheinenden Dinge aus Nicht-Erscheinendem geworden ist. Eben aus dem Nichts. Durch Gottes Wort. Wir kommen bereits zum zweiten Vers. Und da gibt es einiges zu bedenken bei der Übersetzung. Und die Erde wurde Wüstheit und Leere. Man kann übersetzen, und die Erde jedoch wurde Wüstheit und Leere. Also einen Gegensatz andeutend. Es ist so, das Wort Haya bedeutet auf Hebräisch sein oder werden. Darum kann man sowohl war wüst und leer als wurde wüst und leer übersetzen. Nun, der Ausdruck Tohu wa bohu, Wüstheit und Leere kommt hier vor. Und wenn man diesen Worten nachgeht, hängt ihnen ein besonderer Klang an. Zum Beispiel in Jesaja 45, Vers 18 heißt es von Gott, dem Schöpfer, nicht als ein Tohu hat er sie, die Erde, erschaffen. Um bewohnt zu werden, hat er sie gebildet. Weiter, der Ausdruck Tohu wa wohu kommt noch einmal vor, so zusammenhängend, in Jeremia 4, Vers 23. Und da geht es um das Land, das durch Gottes Gericht verwüstet wird. Und siehe da, Tohu wa wohu. Also, das hat schon seine Gründe, wenn man übersetzen würde, die Erde jedoch wurde Wüstheit und Leere. Noch interessant ist, in Jesaja 34, Vers 11, da kommen die beiden Wörter getrennt, Tohu und Wohu, nochmals vor. Und auch dort geht es um ein Land, das total verwüstet wird durch das göttliche Gericht. Edom, Südjordanien.
Nun, wir können uns fragen, wenn es bedeuten würde, Gott hat die Erde zuerst geschaffen, vollkommen, sie ist Wüstheit und Leere geworden, wodurch? Nun, wir wissen aus anderen Bibelstellen, es hat in der Engelwelt einen Fall gegeben. Satan war ein Engelfürst, der gefallen ist. Nun, die Frage stellt sich, wann ist er gefallen? Es stellt sich auch die Frage, wann sind die Engel erschaffen worden? Denn von Engeln lesen wir gar nichts in 1. Mose 1, im Schöpfungsbericht. Und dennoch wird in Kolosser 1, Vers 16 gesagt, dass der Sohn Gottes, der Herr Jesus, die Engel erschaffen hat. Die Engelwelt. Also, es ist so. In Hiob 38, Vers 7, da sehen wir, dass die Engel jedenfalls vor der Erschaffung der Erde bereits existierten. Hiob 38, 7. Gott spricht zu Hiob über die Erschaffung der Welt und fragt ihn als Menschen, wo warst du, als ich die Erde gemacht habe? Ich lese 38, Vers 4. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Tu es kund, wenn du Einsicht besitzest. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es weißt? Und wer hat über sie die Messschnur gezogen? In was wurden ihre Grundfesten eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Die Söhne Gottes kommen in Hiob 1 und 2 auch noch vor. Und wir sehen, das ist die Engelwelt, die so bezeichnet wird. Die waren also am Jauchzen im Moment von 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Sie jauchzten, als der Eckstein für die Erde gelegt wurde. Also war die Engelwelt schon erschaffen vor 1. Mose 1, Vers 1. Und wichtig ist, es heißt hier, alle Söhne Gottes jauchzten. Das heißt, die ganze Engelwelt war positiv eingestellt. Aber auf der anderen Seite, 1. Mose 3, haben wir bereits den Verführer, die Schlange. Also das bedeutet, der Fall Satans muss stattgefunden haben vor 1. Mose 3, dem Sündenfall Adams. Aber nach 1. Mose 1, Vers 1. Weil in 1. Mose 1, Vers 1, da haben alle Söhne Gottes gejauchzt, als die Erde erschaffen wurde. Jauchzen, wenn Gott etwas gut macht. Ja gut, aber Hiob 38 stellt das als etwas Positives vor, wenn die Söhne Gottes hier jauchzen über Gottes Werk. Also es kann ja nicht der Unterton des Sarkasmus drinstecken. Gut, ich meine, ich erzähle hier etwas wenn das jemand nicht glaubte, dann bin ich niemandem böse. Wir müssen ja unterscheiden zwischen Dingen, die ganz ausdrücklich im Bibeltext stehen, und solchen wie hier, wo wir verschiedene Schlussfolgerungen ziehen müssen. Und das darf man nicht auf die gleiche Stufe stellen. Das ist ganz wichtig. Also, wir sind uns klar, hier im Text selber steht das nicht, aber wir können gewisse Schlussfolgerungen ziehen durch Vergleich. Also, es kommt weiter dazu, in 1. Mose 1, Vers 2 wird neben Tohuwabohu erwähnt die Finsternis, die sowieso in der Bibel für das Negative steht, symbolisch. Also das ist auch etwas, das zu bedenken ist. Die Finsternis, 1. Johannes 1, Vers 5 sagt, Gott ist Licht und gar keine Finsternis wohnt in ihm. Und weiter wird die Tiefe erwähnt. Tiefe, hebräisch, wie Sie auf dem Blatt sehen, Tehom. Das Wort Tehom bedeutet eine tiefe, rauschende, also aufgewühlte Wassermenge.
ein rauschender Ozean. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das Wort schweben, hebräisch Rechav, bedeutet mit den Flügeln flattern oder schützend schweben. In 5. Mose 32, Vers 11 wird das benutzt, von das Wort für einen Adler, der schützend über den Jungen im Nest schwebt. Also, dieses Schweben des Geistes Gottes über dem Tohu Wavohu würde dann bedeuten, quasi wie ein schützendes Schweben, um weiteres Verderben aufzuhalten. Beziehungsweise dem Verderben entgegenzutreten. Denn dann haben wir im Weiteren Gottes Schöpfungswerke, Licht und so weiter, das in die Finsternis kommt. Aber jedenfalls ist klar, dass der Zustand von Wüstheit und Leere nur kurz war. Denn, Sie können das nachlesen, in Hebräer 4, Vers 3 bis 4, wird die Schöpfungsruhe, der Sabbat, der siebte Tag der Schöpfung, wird in Verbindung gebracht mit der Grundlegung der Welt. Also 1. Mose 1, Vers 1 ist ja die Grundlegung der Welt. Aber wenn also in der Zeit der Grundlegung der Welt der siebte Ruhetag war, dann kann man nicht annehmen, da war die Erschaffung der Welt und dann kam ein Millionen jahrelanges Chaos, geologisches Chaos, sagen wir, und dann wäre die Schöpfungswoche gekommen. Das geht nicht. Also, das ist jedenfalls nahe beieinander. 9, Vers 26 bringt den Sündenfall zusammen mit dem Begriff oder das Opfer, das nötig ist seit dem Sündenfall, in Verbindung mit der Grundlegung der Welt. Also ist 1. Mose 3 ganz nahe bei 1. Mose 1. Und Lukas 11, Vers 50 bis 51, da geht es um die Ermordung von Abel, die stattgefunden hat auch dort in der Zeit der Grundlegung der Welt. Also kann 1. Mose 4 nicht viel, viel später stattgefunden haben als die Erschaffung der Erde. Denn die Geschichte Kain von Kain und Abel, die spielt quasi ab in der Zeit der Grundlegung der Welt. Also man kann, was einige versucht haben, hier nicht irgendwie Millionen Jahre der Geologie unterbringen. Ich muss erklären. In der Geologie, in der Geschichte der Geologie, hat man bis 1800 in der wissenschaftlichen Welt so allgemein geglaubt, dass die Erdschichten durch die Sintflut gebildet worden sind. Und erst, speziell ab 1830, ist die Idee gekommen, diese geologischen Schichten in riesigen Zeiträumen unterzubringen. Da sind die Millionen Jahre entstanden. Übrigens, bevor man irgendwelche Datierungsmethoden hatte, das war also aus philosophischen Voraussetzungen heraus. Und dann haben manche Christen unter dem Eindruck, dass man das ja nicht einfach so vom Tisch wischen kann, haben dann versucht, mit der Lückentheorie eben diese Millionen Jahren von geologischen Umwälzungen in die Zeit des Tohu Wavohu von 1. Mose 1, Vers 2 hinein zu flicken. Eine Lückentheorie, aber die geht nicht auf. Und sie funktioniert auch aus anderen Gründen nicht. Ein sehr ernster Grund sogar ist der. In den Erdschichten haben wir tote Tiere und tote Menschen. Aber der Römerbrief sagt als grundlegende Lehre des Glaubens, Römer 5, Vers 12, dass durch den Fall des Menschen, durch Adam, der Tod in die Welt gekommen ist. Das heißt, man darf mit dem Tod gar nicht rechnen vor 1. Mose 3. Also können die Erdschichten, die den Tod dokumentieren, nicht in die Zeit fallen vor dem Sündenfall. Gut, aber wir werden sehen, wir haben es auch gar nicht nötig. Dann kommt dazu, die Verse 1 und 2, die gehören mit zum ersten Schöpfungstag. In 2. Mose 20, Vers 11 lesen wir nämlich, in den 10 Geboten, also ein wichtiger Vers, der auf den beiden Tafeln
geschrieben wurde von Gott, die dann auch in die Bundeslade gelegt wurden. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Das Ganze ist geschehen in einer Woche. Also, wir können nur so weit gehen, sagen, am 1. Tag hat Gott Himmel und Erde erschaffen und es kam zu einem Tohu Wabohu, aber gleich hat Gott interveniert und das Licht in die Finsternis gebracht. Aber interessant ist Folgendes, erst mit Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht, beginnt in der Erzählung in 1. Mose 1 so das eigentliche Nullniveau der Erzählung. Jetzt wird richtig gestartet. Und zwar kann man das aus dem Grund sagen, im Hebräischen gibt es eine Verbform, die gebraucht wird für Erzählung. Also wenn man eine Geschichte erzählt, entspannt, zurückgelehnt, dann erzählt man es im Deutschen in welcher Zeitform? Ja, ich höre es fast. Imperfekt, ja? Imperfekt. Präteritum, sagen die Schüler heute. Das ist die Erzählform. Und im Hebräischen gibt es auch eine Form, die gebraucht wird, so um die normale Erzählform zu sagen. Aber dann gibt es andere Verbformen, die braucht man, um einen Hintergrund zu beschreiben. Und die werden gebraucht in den Versen 1 und 2. Da wird also quasi der Hintergrund beschrieben und jetzt geht die Erzählung los ab Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht. Diese Erzählform, diese Narrativform, die nennt man heute Vayikdol-Formen. Sage ich für die, die Hebräisch können unter uns. Licht, da steht im Hebräischen Or. Das bedeutet, dass das Licht an sich, also nicht das Licht, jetzt die Lampe, sondern das, was die Wellen, die da ausgehen, das wird mit Or bezeichnet. Es gibt nämlich im Schöpfungsbericht nochmals das Wort Licht im Vers 14, aber dann ist es Ma-Or. Und dann meint es das einen Lichtkörper. Ja, ist nicht das Gleiche. Also Licht an sich, aber dann erst in Vers 14 kommen die Lichtkörper, Sonne, Mond und Sterne. Dieses Licht im Vers 1 war Licht aus der Gegenwart Gottes. Paulus hat etwas Ähnliches erlebt bei seiner Bekehrung. Als er auf dem Weg war nach Damaskus, beschreibt er in Apostelgeschichte 26, Vers 13, ist auf den Boden gefallen und er sah ein Licht mitten am Tag, das Licht der Sonne überstrahlte. Das war kein Sonnenlicht, das er gesehen hatte. Das war Licht aus der Gegenwart Gottes. 1. Timotheus 6, Vers 16 sagt, Gott bewohnt ein unzugängliches Licht. Und Daniel 2, Vers 22 sagt, dass bei ihm das Licht wohnt. Aber im Neuen Testament wird nun von diesem Schöpfungsakt eine geistliche, neutestamentliche Übertragung gemacht. Wir wollen das gleich anschauen. 2. Korinther 4. Paulus spricht über das Problem, dass Menschen blind sein können für die frohe Botschaft des Evangeliums. Und er sagt, es ist der Gott dieser Welt, der Teufel, der ihnen die Augen verblendet, ihre Gedanken verblendet, damit sie dieses Licht des Evangeliums nicht sehen können. So steht das 2. Korinther 4, Vers 4. Aber dann sagt er in Vers 6, denn der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat. Zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Also Paulus sagt, der Gott, der damals in 1. Mose 1 gesagt hat, Yehi Or, es werde Licht. Dieser Gott ist es, der in unsere Herzen hineingeleuchtet hat, in unsere finsteren Herzen, damit wir Gott und sein Evangelium erkennen konnten. Also, leiten wir etwas Interessantes ab. Der Zustand des Menschen vor der Hinwendung zu Gott
entspricht dem Zustand von 1. Mose 2, 1, Vers 2. Tohu wa wohu. Und es können viele unter uns ein Lied davon singen, was das bedeutet, konkret. Das Leben Wüstheit und Leere ist geistlich. Finsternis war über der Tiefe, rauschende Wassermenge, innere Unruhe, Aufgewühltheit. Aber dann der Geist Gottes, der wirkt. Nach Johannes 16, der Geist Gottes überführt die Menschen von Sünde. Das Wirken des Geistes Gottes, dass es zum Punkt kommen kann, dass Gott sagt, Jehi Or, es werde Licht. Und da passt also alles wunderbar. Der Mensch ist, nach Prediger 7, von Gott einmal vollkommen gerade erschaffen worden. Aber der Mensch ist in Sünde gefallen. So wie 1. Mose 1, Vers 1, vollkommen. Dann haben wir das Chaos, Tohu Wavohu in Vers 2 und dann die Neuordnung, in dem zuerst Licht in die Finsternis hineinkommt. Nun, wir kommen schon zum nächsten Tag, Verse 6 bis 8, und da haben wir wieder Probleme. Da haben wir nämlich diesen Ausdruck, es werde eine Ausdehnung. Luther übersetzt Feste. Und das hat er übersetzt, weil die lateinische Übersetzung schon hatte Firmamentum. Das Firmament, oder? Das kommt von Firm, heißt Fest auf Englisch. Kommt alles von der gleichen Wurzel. Also eine Feste, Firmamentum. Und der lateinische Übersetzer Hieronymus hatte das schon von der ältesten Bibelübersetzung, der Septuaginta. Die haben nämlich im 3. Jahrhundert vor Christus schon übersetzt mit Stereoma. Und das heißt auch Feste, etwas Starres. Das ist aber sprachwissenschaftlich ein Fehler. Luther war ein ausgezeichneter Bibelübersetzer. Und manchmal hat die Bibel gut übersetzt und manchmal auch zu gut. Zum Beispiel in Römer 8 hat er übersetzt, dass alle Dinge, denen die Gott lieben, zum Besten mitwirken. Aber es steht in der Bibel im Grundtext nur zum Guten. Da hat er zu gut übersetzt. Aber es hat seinen Grund, dass es eben nicht heißt zum Besten, sondern zum Guten. Das ist Hausaufgabe. Also, das Wort, wir wollen dem Wort nachgehen. Auf Hebräisch steht ja hier das Wort Rakia. Das kommt von der Wurzel Raka. Raka. Blätten, breitschlagen, dünnschlagen. Das Wort bezeichnet daher etwas, das sehr dünn und weit ausgebreitet ist. Und damit ist es eine schöne Bezeichnung für die Atmosphäre. Denn diese Ausdehnung wird nämlich nachher in Vers 8 Himmel genannt. Und wir sprechen auch, wenn wir die blaue Hülle sehen, das Blau kommt ja von der Luft, das Weltall ist nicht blau. Da sprechen wir auch vom blauen Himmel. Das ist der Lufthimmel. Weit ausgebreitet und hauchdünn. Also in dem Wort Rakia steckt eigentlich nichts von Metall oder so drin. Das haben ja manche in die Bibel hineinlesen wollen und sagen, dass das Wort drücke aus, so eine metallene Kuppel in der revidierten Elbefelder, in der Fußnote. Kann man also gerade dick rausstreichen. Das ist also sprachwissenschaftlich nicht haltbar. In dem Wort selber ist nichts von Metall drin, aber der Grundgedanken vom Dünnen. Ja, wir kennen zum Beispiel das Wort Raka als Schimpfwort. Der Bergpredigt. Was heißt das? Dünnkopf, wo also gar nichts drin ist, ja? Dünnkopf, Hohlkopf. Also, da ist gar nichts drin. So dünn. Also, wir haben hier die Atmosphäre. Aber hier am zweiten Tag wird gesagt, dass Gott von dem Wasser unterhalb einen Teil genommen hat und den oberhalb der Ausdehnung hingetan hat. Das muss man dann so verstehen, wohl in Form einer Wasserdunsthülle.
Und das wirkt sich aus, man kann das übrigens physikalisch, kann man das nachvollziehen, etwa in einer Höhe von 3 Kilometer müsste das sein. Und der Effekt wäre einen starken Strahlenschutz und zweitens einen Treibhauseffekt, der das Klima gleichmäßig über die ganze Erde verteilt. Aber heute finden wir nichts mehr davon. Ich meine, viele von uns sind schon auf 10 Kilometer gewesen, haben nichts davon gesehen. Aber wir werden dann noch sehen später, dass offensichtlich diese Wasserdunsthülle in der Sintflut abgestürzt ist. Wir werden uns dem noch stellen, denn da ist ja die Frage, woher kommt das Wasser, dass die ganze Erde überflutet werden kann. Jedenfalls ist es nämlich so, die Bibel beginnt ja mit der Erde, die wasserbedeckt ist. Es gibt doch solche, die sagen, in der Bibel steht, die Erde ist eine Scheibe, so. Dabei wird ja die Erde wird bezeichnet. Als etwas, das nur Wasser, nur Wasser zu sehen ist. Das wird hier im Vers 2 als Erde bezeichnet. Nicht das Festland wird im Vers 2 als Erde bezeichnet, sondern die Erde als vollständig von Wasser überflutet. Nun nebenbei gesagt, das Wasser heute auf der Erde, wenn die Oberfläche gleichmäßig ausgeglichen wäre, also sagen wir die tiefen Meeresbecken, wären ausgeglichen gegenüber Himalaya, das Gegenstück bildet, dann reicht das Wasser auf der Erde, um den gesamten Globus 3 Kilometer mit Wasser zu bedecken. 3 Kilometer, ja. Die Wassermenge auf der Erde reicht aus, um die Erde, wenn sie gleichmäßig nivelliert ist, 3 Kilometer zu bedecken. Aber wir kommen noch auf diese Details sowieso zurück. Also ich behaupte jetzt einfach mal, wir werden damit rechnen müssen, das ist abgestürzt, abgeregnet in der Sintflut. Und nun haben wir hier gleich die Erklärung, dass die Bibel spricht über 3 Himmel. Wir haben nämlich erstens die Atmosphäre, jetzt hier, den Lufthimmel, das ist falsch, da müsste stehen auf dem Blatt 1, Vers 6 bis 8, ja? Dann zweitens haben wir den Kosmos, den Astralhimmel, den Sternenhimmel. Das Weltall, das bezeichnen wir auch als Himmel, ja? Und jetzt verstehen wir zum Beispiel, warum in 1. König 8, Vers 27 bei der Einweihung des Tempels Salomo sagen konnte zu Gott, der Himmel und der Himmel, Shamayim, Ushmei HaShamayim, können dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus. Nicht wahr, die heidnischen Gottheiten, die haben Platz in Tempel und ganz kleinen Tempelchen. Aber Salomo sagt, Gott kann gar nicht in einem Allerheiligsten gefasst werden von 10 auf 10 Meter. Er kann nicht einmal durch den Lufthimmel und nicht einmal durch den Astralhimmel, den Kosmos, gefasst werden. Wie viel weniger durch dieses Haus. Also da haben wir schon 2 Himmel, der Himmel und der Himmel. Aber Paulus spricht dann in 2. Korinther 12 davon, dass er entrückt worden ist, wer einen Menschen kennt, der entrückt worden ist in den 3. Himmel, und er nennt das das Paradies. Das bedeutet also, dass das Paradies, der Ort, wo der Thron Gottes ist, nicht identisch ist mit dem Weltall. Also als Gagarin damals, als erster Kosmonaut, etwas über den 1. Himmel hinauskam, über die Lufthülle, da ist er zurückgekommen und hat gesagt, ich habe Gott nicht gesehen. Das war also nicht gerade umwerfend, diese Aussage. Ja, denn die Bibel unterscheidet den 3. Himmel als etwas, das nicht identisch ist mit dem, was wir da sehen, Lufthimmel und Astralhimmel. Am 3. Tag, Verse 9 bis 13, findet etwas ganz Interessantes statt. Da kommt nämlich das Trockene hervor aus dem Wasser. Also das Festland
Yabasha, das Trockene, braucht man im modernen Hebräisch für das Festland. Also das Festland wäre sichtbar. Was ist geschehen? Eine erste geologische Auffaltung. Ja? Der Meeresboden wurde verschoben und so kam es zu einer massiven geologischen Auffaltung und damit zur Bildung des Festlandes. Und hier erst am dritten Tag wird begrifflich das Festland auch wieder Erde genannt. Aber früher im Text war Erde umfassender, nämlich den ganzen Urozean umfassend, das war also die Erde. Jetzt hier wird es eingegrenzt, mit Erde wird nun das Festland bezeichnet. Wir haben am vierten Tag die Erschaffung der Lichtträger, Sonne, Mond und Sterne. Das ist interessant, dass gerade diese Himmelskörper, die bei den heidnischen Völkern als so wichtige Götter verehrt wurden, der wusste, das ist das jüdische Volk, das Volk Israel, die sind sogar erst am vierten Tag erst gekommen. Die sind weit hinten an. Das sind nur, und übrigens sind nur Maor, das sind nur Lampen. Warum den Mondgott verehren? Warum die Planeten verehren? Warum den Sonnengott verehren? Das sind gar keine Götter, das sind nur Lichtträger, Lampen. Und die kamen erst sogar später als die Erde. Nun, hier etwas Interessantes. Da wurden die Sterne sichtbar am Himmel. Aber wenn wir jetzt rechnen, ja, wie weit weg sind denn diese Sterne? Da merken wir, das sind Distanzen, die den menschlichen Geist absolut übersteigen. Wir sehen kein Ende. Und man sieht immer weiter entferntere Sterne. Ja, jetzt muss man rechnen. Das Licht wissen wir genau, wie lang das ist, wie schnell das ist. Also wenigstens wissen wir, wie schnell es heute ist. Ist nicht mal ganz sicher, dass es immer gleich war, die Geschwindigkeit. Aber 300.000 Kilometer in der Sekunde. Jetzt können wir doch rechnen, wie weit weg diese Sterne sind. Dann können wir rechnen, wie lang das Licht hatte bis daher. Also braucht es Milliarden von Jahren. Wenigstens 5 Milliarden Jahre. Nun, ist das eine Rechnung, wenn man den Schöpfer auslässt. Schöpfung erscheint immer in einem gewissen Alter, in einem Scheinalter. Ja, stellen wir uns mal vor, Hochzeit zu Kana. Wunderbare Hochzeit. Der Wein ging aus. Und dann hat der Herr Jesus, der Sohn Gottes, der Schöpfer, hat aus Wasser Wein gemacht. Und der Spezialist hat dann gekostet. Wow! Na gut, das habe ich hebräisch gesagt. Das ist ja ganz wunderbarer Wein. Er konnte also schnell denken. Der musste ja mal, diese Trauben mussten einmal lange reifen. Da musste man sie ernten, da musste man sie treten. Dann musste man den Wein lange pflegen. Das war eine Sache von Jahren. Dabei ging es, was am gleichen Tag gemacht. Ja, das ist Schöpfungswerk. Schöpfungswerk sieht schon aus, wie wenn es ein Alter hätte. Denken wir ein bisschen weiter. Wir gehen am sechsten Schöpfungstag in den Garten Eden und sehen da einen jungen Mann, wunderschön, eine junge Frau, sagen wir 25 Jahre alt. Und dabei sind sie erst an diesem selben Tag entstanden. Sie sind nicht als Baby entstanden. Erschaffung gibt schon ein Alter. Oder wir gehen spazieren im Garten Eden und wir sehen viele Bäume. Ach, mich hätte es interessiert, einen umzuhauen und die Jahresringe zu zählen. Schöpfung gibt automatisch, also nicht Täuschung, aber gibt automatisch den Anschein von Alter. Wenn Gott das Licht leuchten ließ auf die Erde, war das ein Schöpfungsakt. Gott brauchte nicht 5 Milliarden Jahre, um das Licht herzubringen. Aber für uns gibt es bereits den Anschein von Alter. Aber nur dann, wenn wir Erschaffung ausschließen.
Nun, wir finden am fünften Tag die Erschaffung der Tiere im Wasser und in der Luft. Am sechsten Tag die Erschaffung der Landtiere. Und dann die Erschaffung des Menschen, Mann und Frau. Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Der siebte Tag, Gott hört auf mit Erschaffen. Das hebräische Wort ruhen, Gott ruhte am siebten Tag. Das Wort ruhen heißt Schabbat. Klingt fast wie das Hauptwort Schabbat, Ruhetag. Schabbat heißt ruhen im Sinn von aufhören, stoppen, fertig sein. Also es sagt überhaupt nichts darüber aus, Gott sei müde geworden. Also ja, weil das wird manchmal vorgeworfen. Aber das Deutsche würde das vielleicht noch nahelegen. Aber Schabbat heißt einfach auch stoppen, aufhören. Gott hat aufgehört zu erschaffen. Und das ist der Schabbat. In dem Sinn der stoppende Tag. Und ich habe hier noch zwei Stellen aufgeführt aus 1. Mose 8 und Josua 5, wo das Wort auch vorkommt, wo ganz eindeutig diese Bedeutung von stoppen, fertig sein im Vordergrund steht. Charakteristische Ausdrücke in 1. Mose. Siebenmal heißt es, dass es gut war. Ja? Jawohl. Wir haben gesagt, Pause 45, ja? Gut, wir machen Pause und fahren dann weiter mit all dem, was gut war. Wir fahren weiter mit unserem großen Programm. Ich habe gemerkt, dass etwas nicht ganz klar rausgekommen ist. Und zwar das mit dem Fall Satans. Ich muss mich noch ein bisschen klar ausdrücken. Ich gehe also davon aus, Vers 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, bezeichnet die vollkommene Erschaffung der Erde und des Weltalls. Dann kam der Fall Satans, dieses Engelfürsten, der sein wollte wie Gott. Jesaja 14, Vers 12 und folgende, Ezekiel 28, Vers 12 und folgende. In Jesaja 14 wird er beschrieben als Geist, der hinter dem König von Babylon stand. Und in Hesekiel als Geist, der hinter dem König von Tyrus stand. Dieser Engelfürst ist gefallen, weil er werden wollte wie Gott. Nach Jesaja 14 zur Erde geschmettert. Und das erklärt dann, warum die Erde in Vers 2 ein Tohuwabohu geworden ist. Aber dann, und das alles gehört in den selben ersten Schöpfungstag hinein, noch am gleichen Tag finden wir das Schweben des Geistes Gottes über den Wassern und Gottes Eingreifen, indem er in die Finsternis Licht leuchten ließ. Ich hoffe, dass so ein bisschen klar wird. Jetzt zu den charakteristischen Ausdrücken. Siebenmal kommt gut vor. Wir sehen die ganze Schöpfung inklusive Materie, alles gut. Sehen wir, wie pervers in der griechischen Philosophie die Verachtung der Materie, die Verachtung der Ehe, die ja auch mit zur Schöpfung gehört, der Sexualität, die mit in die Schöpfung hineingehört, das ist eine Perversion des Schöpfungsberichtes. Gott sagt alles gut. Darum haben übrigens schon früh die Gnostiker große Probleme gehabt mit dem Schöpfungsbericht. Ja? Die Bibel sagt siebenmal gut und das siebte Mal, nachdem nicht nur Adam, sondern auch Eva geschaffen war, dann heißt es sehr gut. Also das braucht es noch. Dann ist es sehr gut. Wir finden mehrere Male, ich habe alle Stellen aufgeführt, alle Verse, das Wort scheiden. Gott scheidet zwischen Licht und Finsternis. Gott scheidet noch mehrere Male. Ganz wichtig, wir haben bei Gott begriffliche Unterscheidung. Das ist gemeint, er scheidet begrifflich zwischen Finsternis und Licht. Das eine nennt er Yom-Tag, das andere Laila-Nacht. Gott macht begriffliche Unterschiede. Gott scheidet auch andere Sachen in der Schöpfung.
Es ist nicht einfach alles eine Einheit. Merken wir den Unterschied zu den östlichen Religionen? Alles ist eins. Und des Menschen gibt es gar nicht, das ist nur Einbildung, denn alles ist eins. Die Hindus würden sagen, alles ist Brahman, ja? Nein, Gott macht ganz klare Unterschiede. Und dazu gehört auch, vierter Punkt hier, 10-mal finden wir im Schöpfungsbericht den Ausdruck Art. Hebräisch Min. Gott hat Pflanzen nach ihrer Art geschaffen, Tiere nach ihrer Art oder nach ihren Arten. Wobei, Achtung, das Wort Min darf man nicht einfach mit dem heute gebräuchlichen biologischen Artbegriff gleichsetzen. Und zwar, weil es im Lauf der Biologiegeschichte hat es Artaufspaltung gegeben. Am besten kann man das zeigen mit dem Hund. In den vergangenen 200 Jahren hat man etwa 300 verschiedene Hundearten hingekriegt. Die kommen aber alle von den gleichen Urahnen. Das heißt also, das genetische Vermögen, der genetische Pool ist in den Tierarten, kann sehr riesig sein. Und dadurch kann es zu Artaufspaltungen kommen. Aber alle Hunde sind gewissermaßen eine Art. Oder alle 140 Enten, die es gibt, das ist eine Art. Oder man kann zum Beispiel kreuzen Tiger und Löwe. Also alles, was sich zum Beispiel kreuzen lässt, direkt oder indirekt, das geht zurück auf eine Urart. Und darum muss man also klar unterscheiden, man darf nicht sagen, die heutigen Arten in der Biologie, das sei einfach prinzipiell das Gleiche. Aber was wir sehen ist, Gott hat am Anfang nicht eine Uramöbe geschaffen und dann ist es irgendwie von selber gegangen, von der Amöbe bis zu Goethe. Nein, sondern mehrere Arten nebeneinander. Also Sie können einem Biologen oder die Kinder und dem Biologielehrer sagen, Sie glauben an eine monophyletische Entstehung des Lebens. Alles ist aus einem Stamm hervorgekommen, eben von der Amöbe aus. Ich glaube an eine polyphyletische Entstehung. Das heißt, dass es verschiedene Urarten nebeneinander gegeben hat und von daher kommt die Artfülle heute. 10-mal kommt dieser Ausdruck Art vor in 1. Mose. 11-mal liest man, Gott sprach. Und denken wir noch an Psalm 33, Vers 9. Er gebot und es war, er sprach und es stand da. Braucht keine Zeit. Gott spricht und es wird. Gott gebietet und es steht da. Gott braucht keine Zeit. In Kapitel 1 wird immer von Gott gesprochen. Gott, Gott, Gott. Hebräisch Elohim. Aber wir sehen jetzt dann in Kapitel 2 wird Gott immer genannt Yahweh Elohim. Der Herr Gott. Sehr früh hat man dann die Idee entwickelt, nein, eigentlich sehr früh, in der neueren Zeit erst, 18. Jahrhundert, dass das auf verschiedene Quellen zurückgehen könnte. Dass also ein Schreiber, und das war nicht Mose, der schreibt immer über Elohim, und ein anderer Schreiber schreibt über Yahweh. Und so hat sich dann die bibelkritische Hypothese, JEDP, entwickelt, wo man unterscheidet, ja, wisst, der Elohist, der Priester und der Deuteronomist. Man wollte also sagen, Mose hat die Bücher nicht geschrieben, das sind verschiedene Quellen und das merkt man, es gibt verschiedenen Stil. Kapitel 1, immer Elohim, Kapitel 2, Yahweh Elohim. Nun, da hat man aber nicht geachtet darauf, dass die biblischen Gottesnamen eine Bedeutung haben. Erklärung: Elohim bezeichnet Gott, den Schöpfer und Erhalter des Weltalls. Schön ist zum Beispiel 2. Chroniker 18, Vers 31. Josaphat ist im Krieg.
Die fremden feindlichen Armeen kommen auf ihn, sie wollen den König töten. Josaphat schreit zu dem Herrn, betet, schreit, und dann heißt es im gleichen Vers, dass Jahwe ihm hilft und Elohim wandte die Heere von ihm ab. Ich muss erklären, das Wort Jahwe bezeichnet in der Bibel ganz speziell Gott, der in Bundesbeziehung zum Menschen steht. Der Name des Bundesgottes. Ich habe hier die Stelle angegeben in 2. Mose 6. Also, Jahwe hilft dem Josaphat, antwortet ihm, der in der Not ist, weil er eine Beziehung hat zu ihm. Aber er, der Mächtige, der Erhalter des Weltalls, kann die Armeen von ihm wegwenden. Sind das zwei verschiedene Schreiber, die den einen Vers dort geschrieben haben? Nein. Das hat seine Bedeutung. Zum Beispiel im Predigerbuch, geschrieben von Salomo, da kommt nur, und zwar 40 Mal, der Name Elohim vor. Salomo beschreibt seine Zeit, wo er mit Gott keine Beziehung hatte. Elohim, Gott, Gott. Alles ist eitel, sagt er vom Leben, enttäuscht. Aber in den Sprüchen, dort kommt praktisch nur der Name Jahwe vor, aber auch von, ein großer Teil davon ist von Salomo geschrieben. Im Buch der Sprüche haben wir 87 Mal Jahwe und nur 5 Mal Elohim. Sind das verschiedene Schreiber? Nein. Aber in den Sprüchen finden wir einen Menschen, der in Beziehung zu Gott steht und seine Weisheit bekommt. Und nun, in 1. Mose 1 haben wir eine Übersichtsbeschreibung der Erschaffung der Welt. Gott, der Erschaffer der Welt, Elohim. In Kapitel 2 finden wir eine Detailbeschreibung der Erschaffung des Menschen und wie Gott mit Adam einen Bund schließt. Jahwe. Aber weil er dort auch als Schöpfer beschrieben wird, Elohim. Darum Jahwe, Elohim. Also der Gebrauch der Gottesnamen ist ganz stimmig. Nun, also Kapitel 1 im Überblick, Gott erschafft alle Dinge. Kapitel 2 eine detaillierte Beschreibung, wie Gott den Menschen erschafft und mit ihm eine Bundesbeziehung aufstellt. Mit dem Gebot, dem Verbot vom einen Baum, dem Baum der Erkenntnis, zu essen. Und das wird in Hosea 6, wird das als Bund bezeichnet. Bund mit Adam, den er übertreten hat. Also die Quellenscheidungstheorie, die können wir vergessen, die ist völlig unhaltbar, aus vielen anderen Gründen auch noch. Wichtig ist zu sehen, in 1. Mose 1 haben wir eine wunderbare Symmetrie. Am ersten Tag geht es um Licht, am zweiten Tag um Wasser und Luft, am dritten um Land. Dann kommt eine zweite Serie, da geht es wieder um Licht, vierter Tag, nämlich die Himmelskörper. Dann am fünften Tag wird das Leben geschaffen im Wasser und in der Luft. Und am sechsten Tag die Landtiere und der Mensch auf dem Land. Also eine wunderbare symmetrische Struktur haben wir hier. Jetzt etwas ganz Interessantes. Wie haben sich die biblischen Völker rund um Israel die Entstehung der Welt vorgestellt? Und darüber wissen wir heute sehr viel, seit wir so viele Keilschrifttafeln aus dem Nahen Osten haben. Und jetzt müssen wir uns ja vorstellen, nach der Bibel haben ja all die Völker einen gemeinsamen Ursprung, wie wir noch deutlicher sehen werden, zurück bis auf Noah. Also man kann erwarten, dass von Noah her diese Völker ein Wissen mitbringen konnten von den Dingen, die vor der Flut waren, bis auf die Schöpfung. Jetzt wollen wir mal diese heidnischen Schöpfungsvorstellungen ganz kurz miteinander anschauen und sehen, ob wir hier irgendwelche Übereinstimmungen finden. Die Kanaaniter, nach der Überlieferung von Philo, sprachen von der Schöpfung so. Am Anfang gab es eine dunkle, windartige Luft und ein dunkles, schlammiges Chaos. Und daraus entsteht die Schöpfung in Form eines Eis. Tja, wir haben am Anfang der Geist Gottes
Ruach bedeutet auf Hebräisch Wind oder Geist. Das gleiche Wort. Ruach Elohim kann ein heftiger Wind bedeuten oder der Geist Gottes. Und wir finden ein Tohu Wavohu und Wasser, ein dunkles, schlammiges Chaos. Und daraus entsteht weiteres. Dann gehen wir zum Gilgamesch-Epos bei den Babyloniern. In dem Bericht über Gilgamesch, Enkidu und die Unterwelt. Diese Schöpfungsvorstellung, Entschuldigung, bei den Sumeriern, spricht über die Zeit, als Himmel und Erde voneinander getrennt wurden durch Enlil, den Gott der Luft. Eigentümlich. Himmel und Erde wird getrennt durch die Luft. Was haben wir am zweiten Schöpfungstag? Die Ausdehnung, die scheidet zwischen den Wassern unterhalb und den Wassern oberhalb. Eigentümlich. Aber hier ist alles schon mit Naturgottheiten eben identifiziert. Da wird über Enlil, den Gott der Luft, gesprochen, der diese Scheidung vollzieht. Es gibt eine andere Überlieferung, die bei den Sumerern, die sagt, die Göttin Nammu, das ist die Personifizierung des Süßwasserozeans, bringt Himmel und Erde hervor. Und Himmel und Erde vereinen sich in einer kosmischen Hochzeit und da bringen sie Erde, Kräuter, Wein und Honig hervor. Beginnt also auch mit einem Urozean. Und wie dann eben Himmel und Erde zusammen und daraus in der Folge die Erde mit den Kräutern und ihren Erzeugnissen. In dem Bericht Enki und Ninmach, da klagen die Götter über die Schwierigkeit der Nahrungsbeschaffung. Und der Gott Enki erschafft dann den Menschen, um den Göttern Nahrung zu beschaffen. Aber interessant ist ja, in der Bibel sehen wir, wie Adam ein Bauer ist, den Boden bebauen muss. Wir werden diese Verbindung noch deutlicher sehen nachher. Es gibt in Sumerien auch das Lehrgedicht, sogenannte Lehrgedicht von der Hacke. Enlil, der Gott der Luft, erschafft nach der Trennung von Himmel und Erde die Hacke. Er machte damit ein Loch in die Erde und daraus wuchsen die Menschen hervor. Danach wurden die Gottheiten Lachar und Aschnan geschaffen, die Götter für Vieh und Getreide, und so entstanden Viehzucht und Ackerbau. Aber interessant ist auch wieder das, diese Verbindung, der Mensch wird geschaffen in Verbindung mit dem Ackerbau. Und in 1. Mose 2 wird ja der Mensch berufen, den Garten zu bebauen und zu bewahren, als Ackersmann. Jetzt kommen wir zu Babylonien und Assyrien. In dem babylonischen Epos Enuma Elish, da geht es so los. Am Anfang existieren Apsu, das ist der Süßwasserozean, wird als Gottheit gesehen, und die Göttin Tiamat, der Salzwasserozean. Es beginnt also auch mit dem Urwasser. Die vermischen sich und dann entstehen neue Götter. Und dann gibt es zwischen den jüngeren und den älteren Göttern Streit. Da kommt es zu ganz brutalen Auseinandersetzungen. Und Marduk geht dann als Sieger hervor in diesen Abschlachtungen von Göttern oder Göttinnen. Und er ordnet die Sternbilder und regt die Erschaffung des Menschen aus Blut an. Also auch da haben wir gewisse Parallelen, nebst all dem Mythischen. Wir gehen nach Ägypten. Wird es noch interessanter. Es gibt verschiedene Erschaffungsvorstellungen. Zuerst in Heliopolis, das ist Kairo, heute. Atum, der Sonnengott, erscheint auf einem Urhügel, der sich aus dem Urozean, das ist der Gott Nun, erhob. Atum erzeugt, es gibt da zwei verschiedene Versionen, nach der einen Version ein Geschwisterpaar, die Gottheiten Shu, das ist die Luft, und Tefnut, die Feuchtigkeit. Und danach entstehen die Gottheiten Geb, die Erde, und Nut,
der Himmel. Anfangs waren sie vereint, später wurden sie durch Schuh die Luft getrennt. Eigentümlich. Auch hier wieder diese Trennung von Himmel und Erde durch die Luft. Und es beginnt auch gewissermaßen mit einem Urozean und mit dem Sonnengott Atum. Licht. Ja? Licht beim ersten Schöpfungstag. Wir gehen nach Memphis. Dort steht der Gott Ptah im Mittelpunkt und von ihm wird gesagt, er schuf durch sein schöpferisches Wort. Was er denkt und danach ausspricht, wird Wirklichkeit. Doch frappant. Gott sprach, Gott sprach, Gott sprach. Aber da gibt es noch andere Götter, die sind symbolisiert als seine Zähne und seine Lippen und die dienen ihm als Hilfsmittel. Also der ganze Polytheismus hat alles verfremdet und entstellt. Ptah bestimmt an diesen Göttern Kultorte und verlangt ihre Verehrung. Jetzt gehen wir nach Theben. Dort sagt man, am Anfang gibt es 8 Götter. 4 männliche und 4 weibliche. Die werden dargestellt als Frösche oder Schlangen. Die befinden sich am Anfang auf der Flammeninsel der Geburtsstätte des Sonnengottes. Die 8 Götter sind Nun und Naunet, der Urozean. Interessant, beginnt wieder mit einem Urozean. Hu und Hauhet, die Unendlichkeit. Ja, haben wir die Erde, Wasser überdeckt und das Weltall. Kuk und Kauket, sie sind die Finsternis. Auch die Parallele ist da. Und dann ist es nicht ganz klar, wer das vierte Götterpaar ist, ob Amun und Ammaunet, das Unsichtbare, oder Njau und Njaut. Hat doch nichts mit Katzen zu tun. Das ist nämlich das Nichts. Aber ich glaube, es ist doch frappant, dass überall diese Parallelen da sind. Und wenn man jetzt noch weitergeht, über den Nahen Osten hinaus, bis in alle Kontinente, auch da kann man diese Parallelen finden. Ich habe gerade kürzlich einen Schöpfungsbericht bei den Maori gefunden. Das ist praktisch wie in der Bibel. Und die haben das von ihren Vorfahren noch, dieses Wissen. Zum Teil, und zum ganz massiv verzerrt, aber das ist ja auch zu erwarten bei einer so langen mündlichen Weitergabe.